Hey, Ostersen-Sternchen, was geht? Willkommen zurück zu einem weiteren Teil Tanky Online. Heute mal wieder auf meinem wunderschönen kleinen Account unterwegs. Und dieses Mal sind wir mit der männlichsten Verbewer in diesem Game am Start. Welche sollte es natürlich sein? Richtig, es ist Saku zu dem Ra. Ja, so lautet der Name dieser... Nö, Kumpeline. Pass mal... Ja, siehst du, bist schon tot. Ja, wie dem auch sei, auf jeden Fall. Hallöchen. Habe ich mal wieder mir die Frage gestellt, welche Farbe nehme ich? Und da, nee, Quatsch, ich könnte ja heute mal eine andere nehmen, ne? Es gibt ja auch eine andere männliche Farbe, Freunde. Es gibt auch noch eine andere männliche Farbe. Die könnten wir nehmen. Und Tanky dachte sich so, Menschenskinder, es gibt auch noch andere teure Farben, ne? Es kann doch nicht wahr sein, dass hier die teuerste Farbe im Shop für 500.000 erhältlich ist. Das geht ja mal gar nicht, ne? Wir müssen da noch ein bisschen was drauflegen, weil, hallo? Wir haben ja noch neue Farben, Schrägstrich. Naja, neue Farben sind es ja nicht, weil die Farben gab es ja schon mal, unter anderem Frost. Denn diese Sternchenfarbe, ja, also die halt irgendwie so einen wunderschönen goldenen Schimmer hat oder sowas. Keine Ahnung, wie da die Beschreibung wirklich ist. Aber ihr wisst, was ich meine, Freunde, für 700 noch was, 1000 und so weiter. Ne, gab's ja da. Können wir mal gucken, muss man sich erstmal noch Premium holen. Das heißt, ich kaufe mir erstmal Premium für richtiges Geld, ja, und mir dann eine Farbe, wo ist denn die jetzt, wo ist denn das Drecksding, kann ich mir das gar nicht kaufen, bin ich zu asozial dafür, oder? Ach Quatsch, ich bin hier bei den Schutzmodulen, wollte gerade sagen, was ist hier los, Alter, erstmal Team Russland, das ist auch eine männliche Farbe, aber, was ist denn hier, ich muss mir erstmal, ja, goldener Stern. Ich muss mir erstmal, weil ich ja der Newster bin, hätte ich eigentlich gedacht, dass ich davon 10 Stück bekomme, aber gut. Nicht so der Fall gewesen. Also bei mir ist noch nichts in der Post eingetrudelt mit, du kannst dir auch 10 goldene Sternchen holen. Nee, kann ich nicht. Ansonsten hätte ich gesagt, für jeden Abonnenten erstmal 10 goldene Farben, aber sorry, war nicht drin, Leute, ne? War nicht drin. Es tut mir leid. Naja, wie dem auch sei, wo war ich jetzt stehen geblieben? Genau. 750.000 ist jetzt erstmal ordentlich, ja. Und ich hab mal den Vlog mal angeguckt, das mache ich ja eigentlich sonst auch nie wirklich, aber ich dachte mir mal so, Menschenskinder, der Vlog ist schon bei Episode 100, ja, ich bin nur bei Folge 700, wo sind wir gerade, 726 oder sowas, keine Ahnung, ich weiß es nicht, ich weiß nicht, wo ich bin, auf jeden Fall ein bisschen mehr, und da dachte ich mir mal so, gibst du dir, und dann da gab es einen wunderschönen Vergleich, ne, Also was so die Farben angeht, ne, so damals haben ja die Farben, der Preis der Farben wurde halt, dürfte ich mal vorbeifahren, Menschenskinder, der Preis der Farben wurde halt dadurch bestimmt, dass, ja, durch den Schutz, ne, was ja auch bei einer Schutzfarbe vielleicht klar sein sollte, so, ne, so etwas teurere Farben haben dementsprechend auch ein bisschen mehr Schutz und so, ist ja jetzt eigentlich nichts Weltbewegendes, aber, das war ja noch nicht alles, ne. Und dann wurde halt gesagt, ja, heute sieht es ja eher so aus, dass die Farbe ein Statussymbol ist, ne? Damit gebe ich auch an, wisst ihr? Ich lege dann immer so Bilder vor, mein Haus, mein Auto, meine Frau, meine Farben in Tanky Online. Mache ich auch immer so, ne? Wenn ich halt angeben will, dann sage ich halt auch einfach meine Farben auf, ne? Beispielsweise, wenn ich halt irgendwie angebe, die geben so an, so, ja, ich habe den Schlag mich tot Nobelpreis bekommen für das Finden von verlorenen Blättern oder so. Und ich sag dann, ja, wunderschön, ne? Ich habe die Farbe goldener Stern, und die sagen, Respekt, mein Freund, Respekt, ne? Also Farben sind jetzt sowas wie ein Statussymbol, okay. Und dann wurde das Beispiel mit der Uhr gemacht, ne? Wunderbar, wunderbares Beispiel. Hätte man auch wahrscheinlich auch ein Auto nehmen können, ne? Es ist ja auch so wie ein Statussymbol, ne? Und, aber echt, dass man Tanky-Farben mit einer Uhr vergleichen kann, ist schon awesome. Und, also wurde halt der Vergleich gemacht. Man kann sich ja eine Uhr für 10 Euro kaufen, die zeigt ja auch die Zeit an, ne? Man kann sich aber auch nur eine Uhr für ein paar Tausend kaufen. Die ist halt dann, kann man halt ein bisschen damit angeben und kriegt ein bisschen Aufsehen damit, ne? Ah, in Tanky ist es auch so. Du kannst dir halt billige Farben kaufen, oder du kaufst dir halt für 750.000 so einen goldenen Stern und kannst damit auch angeben, wie mit dieser Uhr. Das Problem ist nur, wenn ich kein Internet habe, habe ich weiterhin meine 2000 Euro Uhr, die ich angucken kann und bestaunen kann. Und des Weiteren wird diese 2000 Euro Uhr wahrscheinlich auch ein bisschen aus Edelmetall bestehen und nicht nur aus ein paar Pixeln und Nullen und Einsen, die auf einem Server gespeichert sind.
Ne? Aber muss ich auch mal die Frage stellen? Okay. Aber so eine Uhr ist halt. Eine Uhr ist halt. Du kannst die Uhr immer tragen. Ja. Also kannst die Uhr auch mit ins Grab nehmen. Bei so einer Farbe wird es vielleicht ein bisschen schwer. Kannst du dir ausdrucken. Unter anderem könnte man das machen. Upsala. Aber okay. Was soll's. Muss man ja auch vielleicht nicht. Es ist halt. Du kannst dir eine Farbe. Wie viel gab's nochmal für 100 Euro Passive Card? Nicht mal 500.000, ne? Gut. Könntest fast 200 Euro für eine Farbe ausgeben wahrscheinlich. Ja. Weiß ich nicht genau. Also, da kannst du damit angeben, ne? 200 Euro für eine Farbe in Tank ausgeben. Ich habe insgesamt in meinem großen Account wahrscheinlich 150 oder so gesteckt. Vielleicht auch 200. Aber da hatte ich ein bisschen mehr als nur eine Farbe. Und es ist ja unfassbar, dass du dir für diese Farbe noch Premium kaufen musst oder Premium ja bekommen kannst, ne? Aber gehen wir mal davon aus, du kaufst dir Premium für richtiges Geld, ja? Und dann kaufst du dir noch die Farbe. Das ist ja heftig, ne? Aber gut, da könnte man auch sagen, mit dem Geld könnte man sich, ordentlichen Upgrade für seinen PC gönnen. Also so eine 200 Euro Grafikkarte oder so würde es wahrscheinlich ein bisschen mehr bringen als eine Farbe in Tanky Online. Aber ist nun mal so eine ganz komische Ansichtssache von mir, ja. Ich könnte auch einfach sagen, ich kaufe mir das neueste Spiel, was es im Laden gibt, für 50 Euro, statt mir für über 100 Euro hier eine Farbe in einem Free-to-Play-Game zu holen. Könnte man jetzt auch sagen, ja, es sind alles so verrückte Beispiele, ich weiß, darauf kommt niemand, aber man könnte es auch wahrscheinlich mit einem Auto vergleichen, ne? Ich könnte mir auch so ein Fahrrad nehmen, was mich von A nach B bringt, aber warum sollte ich mir ein Fahrrad nehmen, wenn ich mir demnächst auch mit meinem ganzen YouTube-Money ein Ferrari kaufen kann, ne? Ne? Muss man einfach mal so sehen, ne? Gut, wahrscheinlich werde ich dafür noch so um die 3 bis 4 Millionen Let's Plays machen müssen. Und dann könnte ich mir vielleicht einen Kaffeebecher in meinen Ferrari, den ich... Ne, wobei. Ich glaube, für das Geld könnte man sich dann schon mal so den ersten Sitz leisten, ne? Ich kaufe mir das so in Einzelteilen. Es gibt ja manchmal so in so Heftchen, wo du dir halt irgendwas zusammenbasteln kannst und dann kriegst du ja immer pro Heft so ein paar Einzelteile. Ich weiß zwar echt nicht genau, wie viel das dann am Ende kostet, weil die erste Auflage ist ja immer so die billigste. Die kostet dich irgendwie, keine Ahnung, 99 Cent. Und dann kriegst du da irgendwie drei Teile von 30.000 Millionen oder so, die du alle zu so einem 10 Zentimeter Schiff zusammenbasteln kannst. Bevor jetzt einer sagt, ey, das stimmt doch gar nicht. Ja, meine Fresse, ist ein übertriebener Beispiel, also lasst mich. Und, so mache ich das dann auch. Ne, ich fange an, kaufe mir erstmal einen Sitz, dann 4 Reifen, irgendwann mal die Türen und so weiter und dann bastel ich mir halt so mein eigenes Auto. Damit werde ich dann wahrscheinlich 3 Meter fahren und dann geht schon mal die erste Tür ab, dann die zweite. Okay, gut, mehr hat das auch nicht und dann... Ich bleib bei meinem Fahrrad. Das wäre, glaube ich, das Beste. Ja, aber gut, wer braucht schon einen Ferrari heutzutage? Ich habe ja meine Hornet, ne? Also, wozu brauche ich noch Ferrari? Ich kann ja auch mit meiner 100 Euro Farbe oder so angeben, so. Dafür brauche ich keine 100 Euro Uhr, dafür brauche ich nur eine 100 Euro Farbe in Tanky Online, um damit anzugeben. Alles klar, Freunde. Jo, also 750.000 Kristalle, ich glaube, ich habe ein neues Ziel. Auf meinem großen Account 750.000 Kristalle sparen, Premium holen und dann hole ich mir die Farbe. Nur um damit anzugeben. Alles klärchen, Freunde. Also das Geld hätte ich eigentlich, aber... Wieso auch sparen, ne? Alter, einfach schnell das Konto plündern und dann hat sich die Sache erledigt, ne? Läuft. Ich meine, was brauche ich denn? Strom? Brauche ich. Ein soziales Umfeld? Eine Wohnung? Nicht unbedingt. Wenn es unter der Brücke Strom und WLAN gibt, bin ich zufrieden. Dann kann ich mir auch die Farbe leisten. Oh, scheiße, das ist traurig. Naja, was soll's. Ich glaube, man weiß so, auf was ich da hinaus will, oder? Selbst wenn es ein Statussymbol ist, es ist eine billige Farbe. Mama, das hat nichts an Wert. Das ist genauso wie irgendwelche seltenen Items in irgendwelchen anderen Spielen, die dir für sonst wie viele tausend Euro über den Tisch gehen. Es ist so WTF, Alter. Gut, die Farben kannst du wenigstens noch für richtiges Geld verkaufen. Ja, da kannst du dir durch Glück eine Farbe holen für irgendeinen Aufsatz oder so und dann verkaufst du die für 2000 Euro oder so an irgendeinen anderen Typen und der freut sich dann Cola-Keks. Oh, solche Leute soll es geben.
Na gut, ich will ja nichts sagen. Ich sag einfach nichts mehr über dieses Update. Ja, ich nehme es einfach so hin, wie es ist. Wenn sie was ändern, na, von mir aus. Wenn nicht, dann, naja, von mir aus. Und dann hat sich die Sache erledigt. Oh, ich weiß nicht, ich will eigentlich auf den Typen hier dahinter gehen. So. Ja, der lebt dann noch, wenn ich... Ja. Oh. Irgendwie beschützt mich der eine hier, ne? Ich find's sehr nett. Es hat schon ein bisschen was von, ich weiß nicht genau. Sabotage! Aber... Es ist jetzt einfach nur eine Meinung von mir, ne? Es ist ja egal, ne? Es gibt ja auch Leute, die sagen zum Juten, alten Ju, der ja richtig geil ist, dass ich hier auch ein bisschen das eine oder andere Mal sabotiere. Aber da sage ich dann jedes Mal so, juckt mich nicht! Okay. Ich geb's ja zu, ich bin gut. Das hat nichts mehr. Was steht denn hier? Was ist denn das da? Hier steht da was drauf. Da steht doch drauf. Schaut, ist das ein hässlicher Smiley oder was? Da steht bestimmt, das ist bestimmt das Zeichen dafür, dass ich gut bin, oder? Na, an was könnt ihr euch das erinnern? Es könnte ein Schiff sein, oder? Also irgendwie richtig komisch gesehen könnte das auch ein Schiff sein, glaube ich. Schaut doch mal, da hier. Ja, da haben wir unten haben wir das Deck und dann haben wir da oben die zwei Segel. Das könnte ein Schiff sein, oder? Ich meine hier die auf der Holzkiste, falls ihr euch denkt, wo siehst du nun ein Schiff, Junge? Ich meine die Holzkiste da. Oder? Könnte man so sagen. So, ich habe schon eine Quest fertig. Die ganze Zeit schon. Müssen wir mal hier abgeben. Jo, 45 Gegner. Ich habe jetzt ein paar Kristalle. Es fehlt nicht mehr 4, dann hole ich mir meinen goldenen Stern. Gut, ich muss dafür noch Generalissimus werden, aber was soll's. Was soll's. Bis ich Generalissimus bin, habe ich auch die 750.000 für meinen Stern zusammen. Okay. Alles klar, Freunde. Ich merke schon. So, das ist genauso wie die Spectator-Farbe und so, ne? Ich hab's ja auch nicht. Also, gut, ich erfülle wahrscheinlich auch nicht alle Anforderungen. Ich weiß nicht, mit 15.000 Abos, keine Ahnung. Ich bin da wahrscheinlich gerade so knapp dran vorbeigeschliffen, ja, die Anforderungen allein schon von den Abos und von dem Content her zu erfüllen, ne? Es ist so, wozu brauche ich das überhaupt, ne? Wozu brauche ich das? Ich habe ja sowieso Polycarver, ne? Ich habe mir auch schon überlegt, auch ob ich nicht einfach mal, es hätte auch gut gehen können, aber es hätte halt gut gehen können. Es musste nicht gut gehen. Wir sind aber noch am Gewinn, das finde ich super. Mit 11 Kills in Führung, gleich sind es 10, passt auf. Ja, jetzt sind es 9. Oh, habt ihr gesehen? Wir haben gerade einen Kill gemacht und er wurde abgezogen. Nice Sache. Okay, so, wir sind noch immer mit. Okay, jetzt sind es wieder 10. Was soll's, ist alles kein Problem, Mann. Wir kriegen die schon irgendwie hin, ne? Wir kriegen das alles schon irgendwie hin. Guck mal, dieser Master, der ist schon tot, nice. Denn der kleine Newstar, der hat's gerissen. Ja, das finde ich super. Ich war mal in Schlachten mit zwei anderen Newstars. Das ist so komisch gewesen. Ich glaube, die Leute da in der Schlacht hat's auch ein bisschen aufgeregt, weil so, Alter, nicht noch so New, Alter, was ist los hier, ne? Was ist denn da los mit den Leuten? Können sie sich nichts anderes einfallen lassen? Müssen sie sich Newstar nennen? Unfassbar. Aber so ist es nun mal. Wir kommen auch gleich mal wieder zu den Geschenken. Da haben sich auch einige wieder eingeschlichen. Ja, kann man auch mal wieder vorlesen. Aber echt 750.000 für eine Farbe. Ich muss mal wieder darüber reden. Ne? Ich muss mal ganz kurz darüber reden, weil ich find's echt unfassbar. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. So unfassbar finde ich das. Aber jetzt mal ehrlich. So viele Kristalle für eine Farbe, selbst wenn es ein Statussymbol ist. Ich meine mal, welches Kind will eine Farbe in Tanky Online als Statussymbol? Außer vielleicht ich mit Sakura, aber... Na gut, Sakura ist jetzt auch verdammt teuer geworden. Aber ich habe es mir ja schon vorher geholt, weil ich wusste, dass Sakura die männlichste Farbe in diesem... Ich hab's euch in jedem einzelnen Teil... Gut, vielleicht nicht in jedem Teil, aber in den meisten Teilen habe ich euch prophezeit, dass Sakura die männlichste ist. Gut, die ist wahrscheinlich, die ist vom Preis her vielleicht nicht die männlichste, aber doch eine der männlichsten Farben, oder? Also, ich würde sagen, selbst mit meiner lila Farbe ist schon krass. Irgendwie fahre ich aber auch nur mit Pink oder Lila rum. Ne? Sakura, Team Russland,
Boah, es sind schon männliche Farben. Männliche Farben, männliche Farben. Aber wozu hat man die Farben denn sonst? Ne, gar nicht mal so schlecht gewesen in der Schlacht. So, lesen wir mal heute wieder mal ein paar. Seht ihr, haben sich schon wieder Geschenke eingeschlichen. Ich wusste es doch. Ich wusste es doch. OMG New, Hashtag geil, ich bin geil. Na, herzlichen Glückwunsch, dass du geil bist. Hi New, ich würde mich über einen Livestream oder New auf Streife freuen und du bist der beste YouTuber, den ich kenne. Bye bye New, mach weiter solche Videos. Gruß, Multi-Germany-Panzer. Multi. Und Panzer. Kannst du meine Erfahrung nehmen? Hab ich gemacht. Joa, lieber News, Teil P, du bist der coolste YouTuber der Welt. Ich würde mich freuen, wenn du meine Freundschaftsanfrage annimmst. Und wünsche mir viel Glück auf diesem Account, weil ich bei dem anderen Account immer Kristalle ausgegeben habe für Verbessern, aber Verbessern bringt nix. Es kommt drauf an, auf welchem Rang, ne? Und mach weiter Videos, Klammern, du bist der Beste. So. Ja, das habe ich jetzt. Nee, Quatsch, ich habe einige ausgelassen. Ups. Bin ich jetzt dahin? Kannst du meine Erfahrung nehmen? Hier bin ich. So. Hi, New. Ich finde echt, du bist der beste Tanky Online X YouTuber. PS, würde mich freuen, wenn du meine Erfahrung nehmen würdest. Und sag gut zu dem Ra. Aber natürlich, habe ich jetzt in den anderen Jahren welche am Wochen, habe ich auch angenommen. Hi New, ich wollte dich fragen, was sich mehr lohnen würde. Das Set Fujiyama oder das Set Held? Ich würde mal vermuten, im Set Fujiyama ist Sakura drin, oder? Es hört sich schon so Sakura-mäßig an, Fujiyama. Keine Ahnung, was in Fujiyama drin ist oder was in Held drin ist. Ja, es bleibt dir überlassen, ich weiß es echt nicht. Wäre cool, wenn du mich in deinem Video erwähnen könntest. Außerdem bist du der Gott der Götter. Ja, nimm bitte meine Freundschaftsanfrage an. Alles klar. Hallo New, kannst du bitte einfach annehmen, bitte? Deine Videos sind richtig cool. Du, ja, muss man auch schicken, Freunde, ne? Muss man auch schicken. Du bist der Gott der Tankies. Super, mach weiter so. Und nimm FA an. Ich musste die sogar senden. So, noch ein Newster. Waren die 932 auch schon belegt davor, oder was? Hallo New, du machst die besten Videos der Welt und eine Frage, was machst du zur 1000. Folge? Ich glaube, da dauert es aber noch ein bisschen. Würde mich sehr freuen, wenn du sie beantworten würdest und männlichste Farbe ever, Saku zu dem Rach. Ja, keine Ahnung, was ich zu 1000 mache, was weiß ich, ey. Keine Ahnung, vielleicht bin ich bis dahin schon in der Klapse nach 1000 Let's Plays, ich hab doch keine Ahnung. Sehr geehrter NewStyleP, ich habe gestern einen Starburger gemacht und sie waren sehr lecker. Und könntest du bitte mal wieder ein New auf Streife machen? PS, liebe Grüße an Anna und dir. Ja, also, ja, New auf Streife kommt ja, Freunde, aber das dauert immer ein bisschen, ne? Muss auch die Zeit da sein und auch der Wille. So, bitte nimm meine Freundschaftsanfrage an. Habe ich gemacht, du. Habe ich gemacht. Hi, New, ich mag deine Videos, ich mag deine Videos mehr und ich wollte fragen, ob ich mir lieber das Hornet Rail, was? Hornet Rail oder das Freeze Hammer und, hä? Ich dachte, jetzt kommt das Wort Z noch irgendwo, egal. Freeze Hammer und Schaft im 3 kaufen. Ja, weiß ich nicht, nimm doch dann, wenn du schon 3 Items kaufst, nimm doch Hammer, Freeze und Hornet. Weiß ich doch nicht. Alles klärchen. Ja, ich habe einen Hurennamen, egal. Du Penis, du bist ein Krüppel und Anna ist eine Hure, die Schwanze lutscht, so wie du auch. Du nervst übelst und übrigens, du hast so hart ADHS, dass ich nicht, was, das ist nicht zum Aushalten bei New auf Streife, arr. Ja, schade, hättest du mir auch eine Freundschaftsanfrage schicken können, ich hätte sie gerne angenommen. Also ich würde sagen, du hast das Prinzip von New auf Streife nicht verstanden, weil das ist nun mal rumbrüllen und Bullshit machen. Ja, aber gut. Ja, von mir aus, hi New. Ach so, und ich lutsche keine Schwänze. Nur Eis. Hi New. Ich hoffe, dass, wenn ich Level Up bin, wir mal ein 1v1 machen. Mach ich sowieso nicht. Egal gegen wen. Ich mal gegen meinen zweiten Account würde ich ein 1v1 machen. Aha. Egal welche Waffe, egal welcher Untersatz, soll jetzt keine solche Assi-Aufforderung sein. So im Sinne von, ey, lass mal 1v1 machen, wenn du dich traust. So ist es nur eine freundliche Aufforderung. Hoffe, das klappt.
please nimm mein FA an und danke und viel Glück in Tanking. Ja, nö. Also FA habe ich ja schon angenommen. So, gerade Geschenke und wie. Hey New, du bist mein Lieblings-YouTuber, mach weiter so. Ich glaube, ich kann gar nicht alle vorlesen, so viele wie hier reinkommen. Das ist krass, wie viele reinkommen jeden Tag. Hey New, coole Videos, mach weiter so. Wäre cool, wenn du meine Freundschaftsanfrage annimmst. Ja. Und weiter, ich weiß gar nicht, sagen wir noch 3 oder so. Ja, machen wir noch mal bis zum Bro. Ich weiß nicht, wer der Bro da ist, aber machen wir noch bis zum Bro. So, Hi Newster, danke, deine Videos sind sehr cool und ich habe mir bisher alle angeschaut. Außerdem habe ich deinen Kanal abonniert. Gut. Ich würde mich freuen, wenn du eine Freundschaftsanfrage annimmst. Gut, dankeschön. Okay, kannst du mal wieder ein New auf Streife Video machen? Die vermisse ich. Scheint wirklich populär zu sein, ne? Hi New, finde du bist der beste Tank-YouTuber. Und würde mich freuen, wenn du meine Erfahrung nehmen würdest. PS, es gibt jetzt auch eine Farbe für 750.000 Kristalle, die heißt Goldener Stern. Aber wozu brauchst du einen goldenen Stern, wenn man auch schon 9 Sterne hat, nicht wahr? Alles klar. Nimmst du bitte meine Anfrage an? Kann ich machen. Und jetzt haben wir nur noch 1, komm, machen wir. Hi New, ich bin's nochmal, ich wollte... Nochmal. Dann müssen wir das... Nee. Irgendwie ist jetzt... Wieso nochmal? Egal. Hi New, ich bin's nochmal. Machen wir noch 3. Ja, machen wir nochmal 3. Hi New, ich bin's nochmal. Wollte dich fragen, ob ich 2 Levels warten soll. Und dann mit einem Set mit Diktator im 2 und Rail im für 33.000 oder mir Hornet und Freeze im 2 für 91.000 kaufen soll. Also Railgun im 1 ist jetzt nicht gerade der Überschritt schlechthin. Diktator im 2, ja. Und Freeze und Hornet im 2 sind auch nicht zu verachten. Puh. Ja. Ich würde... Nimm Freeze und Hornet, glaube ich. Der ist gar nicht mal so schlecht. Du bist der beste Techie-Spieler und es tut mir auch echt leid, dass ich dich bei einer Schlacht, Bader genervt habe. Es tut mir wirklich leid. Aber was ich wirklich sagen wollte, spielst du auch wieder mal mit Titan und Smokey, dein Newstyle PR91. Ich freue mich, wenn das nächste Video, egal. Und mach weiter so, deine Videos sind einfach nur super, mach weiter so. Was war jetzt die Aufforderung? Smokey Titan, achso, ja, warum nicht? Ja. New, kannst du bitte FA annehmen? Jo, kann ich machen. Soll es dann für heute gewesen sein, sonst lese ich hier 100.000 Stunden Geschenke vor. Macht das Jutta besseren ja und ist ja klar, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Teil wieder. Ob auf dem großen oder kleinen, keine Ahnung, lasst euch überraschen. Ja. Rinjahun.